Wir kommen zur nächsten Starterin. Diesmal wieder eine hörende Poetin. Ich bitte auf die Bühne Annalena Obermoser. Grüß euch. Bin irgendwie total sprachlos gerade. Also geil. Geil. Ich habe jetzt einen Text dabei um dieses Thema herum und ich freue mich wahnsinnig, dass ich da sein darf. Und ja. Schneekanonen, Gebrumme als Schlaflied, Melodie in Winterhochsaisonmonaten. Gelbe Baukräne, die Zugvögel des Westens, zugemüllte und vollgepisste Straßenecken als Etappenziele an Fußgängerzonen. Straßenlaternenketten als Sternenhimmelersatz. Das, was da aus den Schornsteinen, aus den Autoauspuffen qualmt, ist das Parfum unseres Alltags. Alltag ist grau und grausam. Die farblosen Betonfassaden der Stadt machen unsere Augen müde und lassen selbst Pastelltöne Neon wirken. Wenn das Hässliche zur Gewohnheit wird, dann finden wir es irgendwann nicht mehr hässlich. Wenn Ausbeutung zur Gewohnheit wird, dann finden wir sie nicht mehr hässlich. Wenn Zerstörung zur Gewohnheit wird, dann finden wir sie nicht mehr hässlich. Wir sind Gewohnheitstiere und wir sind hässlich. Aber vor allem sind wir Tiere und Tiere essen Tiere, um überleben zu können. Deshalb kaufe ich mir 4 Puten Fleischfilets um 2,45 Euro. Gemüse lasse ich liegen, sonst wird es noch zu teuer. Die Glashaustomaten schmecken sowieso nach Wasser. Wasser trinke ich nicht mehr aus der Leitung, sondern kaufe es lieber in Plastikflaschen. Plastik benötigt unglaublich viele Jahre, bis es verrottet ist. Einmal, da fragte mich ein holländisches Kind, das mit seinen Eltern bei uns Urlaub machte, wo denn nun die lila Kühe sind. Auf Amazon kann man Alpenluft in Dosen bestellen und mir bleibt die Luft weg, denn die Luft wird dünner. Hast du 9 Stunden Arbeit, dann bist du gut. Verdienst du Geld, dann bist du gut. Gibst du dieses Geld aus für Dinge, die du nicht brauchst, dann bist du gut. Fügst du dich der Norm, überlässt du ihnen deinen Verstand, dann bist du gut. Sei gierig, egoistisch, selbstbedacht, sei gut. Aber es ist nicht gut, gut angepasst an eine schlechte Gesellschaft zu sein. Alle nehmen mir die Luft weg, denn ihre Luft wird dünner. Wir sind die Leugner, die Wegschauer, die Verweigerer. Aber vor allem sind wir eins. Unzufrieden. Und Unzufriedenheit macht uns undankbar und unhaltbar. Unsere Courage ist halbherzig. Wenn mich noch einmal eine Veganerin über meinen schlechten Lebenswandel mit Fleischkonsum und über dessen fatale Folgen für meinen ökologischen Fußabdruck aufklären will, dann bewerfe ich sie mit gefrorenen Dönerspießen. Nicht, weil ich ihre Ansichten nicht toleriere oder die Argumente nicht durchaus logisch finde, sondern weil genau diese Person, riesige Fan von den neuesten Apple-Produkten ist, stets bei H&M Klamotten kauft, mit blutproduzierten Tabak in Ketten raucht und aus einer Wohlstandsfamilie stammt, die mindestens 4 Flachbildfernseher besitzt. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist. Ich sage nur, dass wir unseren Besitz nicht richtig überdenken. Ich weiß selbst, dass ich Dinge tue, die anderen Schaden zufügen. Ich weiß aber nicht immer, wie ich diese verhindern kann. Denn wir feiern unser Pixelparadies, den Patriotismus, das Patriarchat und unser Wiener Schnitzel. Zwischen Hammer und Sichel baumelt unserem stolzen Adler ein Schild um den Hals, auf dem geschrieben steht: Wir tragen keine Schuld. Das sind die anderen, die Deutschen, die Franzosen und ganz sicher die Amis. Aber wir haben mit all dem nichts zu tun. Wir wissen doch gar nicht, wie Kapitalismus geht. Wir wissen doch gar nicht, wie Profit geht. Wir wissen doch gar nicht, wie Militär geht. Wir sind doch neutral. Wir wollen keinen Krieg, nur ein EU-Heer. Aber das sind die anderen, die schuld sind, nicht wir. XOXO, liebe Grüße, Werner Feimann, with the boys and girls of the anderen behind them, then the folk that doesn't know what it wants and that doesn't care anyway. Aha, dieses Schild ist ein großes und es richtet großen Schaden an. Denn Reichtum und Wohlstand können nur wachsen, wenn sie auf den Schultern jener klettern, die eben angewiesen sind. Aber Gott sei Dank kaufen Österreicherinnen regelmäßig regional. Wie schön für Österreich. Aber Gott sei Dank ist Wien die zweitlebenswerteste Stadt der Welt. Wie schön für Österreich. Aber Gott sei Dank haben wir die schönen Donauauen, den Dachstein, das Mühlviertel, das Waldviertel, die hohen Tauern, die Berge, die Täler, die Seen. Und Gott sei Dank hat jeder Vierte hier in diesem Raum schon einmal grün gewählt. Wie schön für Österreich. Aber Österreich ist nicht die Welt und die Welt scheißt auf Österreich. Die Luft wird knapp. Gier ist die Antwort auf Neid.
aber eigentlich hat niemand gefragt. Gier ist die Antwort auf Unzufriedenheit, weil niemand merkt, was er eigentlich hat. Bewusstsein. Luft holen. Danke.